Moinsen! Willkommen zurück hier auf meinem YouTube-Kanal. Bin wieder mal unterwegs in meinem geliebten T-71er 7er Scout, der Amerikaner. Mit 2 Sternen drauf. Voll ausgeskillt, also ich bin kurz davor, meinen 7. Perk zu bekommen. Das heißt, meine Crew hat bald eine 7er Fähigkeit. Das heißt, 7 verschiedene Fähigkeiten pro Besatzungsmitglied, ja. Ich glaube, wenig Leute können das von sich behaupten. Übrigens brauche ich jetzt von 99 auf 100% beim 6. Perk circa, ich weiß es nicht, 550, 600 Gefechte, irgendwie sowas. Also bald habe ich eine 7er Crew. Und T-71er ist ein OP-Panzer. Wenn man denn eine gute Crew drauf hat und wenn man denn auch damit umzugehen weiß. So, ich mache hier jetzt schon mal sämtliche Panzer auf, die Richtung Stadt wollen. Die werden auch schon so ein bisschen malträtiert. Hier und da. Bin natürlich voll auf Tarnung geskillt, voll auf Sichtweite, voll auf alles, was du brauchst. Sogar Rambock habe ich da drin. Ich habe auch schon mal Low-HP IS-7 damit weggerammt, totgerammt. Ich war Full-HP, der hatte nur noch irgendwie 1 HP oder was. Und ja, Full-Speed, das Ding rausgerammt, ist aber schon ein bisschen länger her. Da hatte ich keinen YouTube-Kanal. Aber eventuell irgendwann wird sich das wieder ergeben, dass ich mal eine IS-7 totramme. Und dann seid ihr auf YouTube Zeugen davon. Ich habe auch schon mal zwei Mäuse in einem Zug vom Clan One mit dem Ding rausgenommen. Ja, auch leider damals kein YouTube Replay-Kanal gehabt. Ist circa 2 Jahre her. Ja, ich bereue das zutiefst. Das wäre echt ein Replay für die Ewigkeit gewesen. Ich glaube, das wird so schnell nicht wieder passieren, dass ein T-71er 2 Mäuse rausnimmt. Ja, was soll ich euch sagen? Ich habe hier und da was gespottet schon. Ein bisschen Schaden minimal ausgeteilt. Ja, der Gegner hat schon 3 Panzer weniger. So, jetzt ist da so ein Leopard PTA, der sich so verschanzt hat. Und den wollen wir doch mal rausklippen, wa? 2-mal. 3-mal. 4-mal. Zack, die Bohne. Weg ist das Ding. Motor ist rausgeschossen leider. Motor reparieren. Bleibe ich hier erstmal in irgendeiner, keine Ahnung, was auch immer, hängen. So, der gegnerische VK-45 ist in der Stadt. Wie wir wissen, wurde das Ding richtig hoch gebufft. Frontal kannst du vergessen, das Ding so mehr oder weniger zu durchschlagen. Erst recht nicht im Tier 9 Gefecht. Also da haben sehr viele Probleme, das Ding zu penetrieren von vorne. Dementsprechend wird es meine Aufgabe sein, so sehe ich das jetzt zumindest, das Ding zu flankieren und dem mal so ein bisschen HPs zu ziehen. Und da ist der gute Mann auch schon. Die beste Panzerung nützt nichts, wenn du jemanden wie mir deinen Arsch zudrehst. 3. Treffer im Motorbereich. 4. 5. Der hat mindestens 1-mal seinen Motor am Arsch, wenn nicht 2-mal. Ich hatte gehofft, den in Brand zu stecken, aber es ist leider nicht passiert. So, bin im Reload. Dadurch auch, dass ich Waffenbrüder drauf habe, ist mein Reload ultra schnell. Ja, weit unter 19 Sekunden. Ich glaube 18 Sekunden irgendwas. 2-mal. 3-mal. 4-mal. 5-mal. 6-mal. Zack, die Bohne. Weg ist das Ding. Ja, allein an dem VK habe ich hier locker, puh, was soll ich euch sagen, 1800 Damage oder was? Oder 1700 Damage rausgeholt an dem VK. Der T-71er, ne, das ist ja hier. Ach, guck mal, was wir gefunden haben. Ne Arti. Direkt mal gekettet. 1-mal. 2-mal. 3-mal. Ich gehe leider in Reload. Da kommt der hier raus. Und der wurde rausgebumst von da hinten. Hab Gott sei Dank Hilfe bekommen. Eine schnelle, brutale Runde, die Fähigkeiten vom T-71er mal darstellen. Wie gesagt, ihr müsst euch mit dem Panzer beschäftigen. Also wenn ihr da irgendwie sinnlos irgendwo reinfahrt, kriegt ihr nur aufs Maul. Ich habe mittlerweile, boah, lass mich nicht lügen, 10.500 Gefechte auf dem Ding. Aktuell Januar 2016, der Stand.
Also, wenn ich Bock habe, Spaß zu haben mit World of Tanks, dann spiele ich einfach T71er. Ihr seht ja auch selbst, ne? Ich stehe dem, was Damage angeht, den ganzen Tier 9 an. Ich habe auch schon in Tier 10 Gefechten den höchsten Damage rausgeholt oder was. Das ist auch kein Problem. Ich glaube, mein höchster Damage ist weit über 4000 mit dem Ding. Und das ist ein 7er Scout halt, ne? Natürlich, der hat einen sehr guten Durchschlag, wenn du von der Seite flankierst. 3200 Schaden habe ich jetzt in dem Spiel gemacht und nochmal 2000 Spot Damage. Alles klar, abonniert meinen Kanal hier und ganz wichtig, abonniert meinen Kraftsport-Kanal. Ich habe einen Kraftsport-Kanal mit über 16.000, bald 500 Abonnenten. Und alle Links sind in der Beschreibung oder in der Infobox. Wir sehen uns, bis dann, ich hoffe ihr abonniert. Ciao.